Wir sind zurück bei Let's Drive Drive Club The Road Must Go On und heute werden wir uns mit dem Fire and Lightning Cup begnügen. 6 Sterne sind es zu ergattern und ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Ich bin heute mal richtig motiviert bei dem Spiel. Ich weiß auch nicht warum, aber ich versuche einfach mal heute das Beste rauszuholen. Also was müssen wir machen? Platz 2, Durchschnitt von 145 km/h, nochmal Platz 2. Dann eine Mindestkammerzahl von 249. Den ersten Platz müssen wir abschließend machen in der Meisterschaft und mindestens 20 Punkte holen. So. Oh. Ja. Das ist ja die Elektrik-Variante, die ich euch schon sehr oft gezeigt habe von Mercedes SLS. Aber wir werden heute mal, würde ich mal sagen, den guten SL AMG Black Series fahren. Denn dieses Auto ist... Ja, es ist geil. Und es sieht auch schon innen sehr gut aus, wie ich hier mal festhalten darf. Einfach nur schön. Sehr, sehr schön. Tja, wo fahren wir? Wir fahren in Indien. Bin ich ja mal gespannt. Wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es irgendwie so lala. Ist ein Hoch und ein Tief, abhängig davon, was ich für Spiele spiele, was gerade los ist bei mir. So, schöne Innenperspektive. Oh ja, und das Muster, es passt mal wieder 1A zu dem Auto. Ah, der Sound, oh. Ein Gedicht von einem Sound. Einfach nur schön. Komischerweise, da heute Montag ist, habe ich trotzdem irgendwie gute Laune. Keine Ahnung warum. Wow. Aber ich muss sagen, irgendwie keiner der Computer fährt die Elektrik-Variante. Interessant. Und vor allen Dingen, die sind schnell. Die sind echt schnell, die Jungs. Also so lieben wir es, so wollen wir es. Momentan scheint die KI noch einigermaßen normal sich zu verhalten. Da hat sie sich aber schon gleich wieder mit der Wand angelegt. Alter! Ein ganz neuer Abschnitt in Indien. Eine von den neuen Strecken. Alter, setz dich vor und bremst. Was bist du für ein Mistkerl, Alter? Hiroji, das kannst du doch nicht machen, Alter. Setz dich vor mir und bremst erstmal. Okay, hier sollte ich bremsen. So, ich glaube, das war das Ding, was wir jetzt machen müssen. Geh gerade. Oh. Alter. Nee, die fahren wir hier alle. Das ist irgendwie nicht gut gelaufen. Da machen wir nochmal einen kleinen Neustart. So. Ich muss aufpassen, dass ich nicht im Verkehr stecken bleibe. Die ersten beiden fahren mir wieder zu weit weg. Ach hier, guck doch. Jetzt machen doch die Elektrik... Alter. Die Elektrik-Varianten mit. Und das, die Elektrik-Variante zieht mich gerade ab, Alter. So. Das kriegen wir doch hin. Wir sind Siebter. Sollte alles noch machbar sein. Alles im gediegenen grünen Bereich. Aber der Bremsweg ist krass, Alter. Aber ich muss sagen, diese, egal welches Auto ich fahre, diese Strecke, diese Kurve an der Strecke hat es immer in sich. Nur, dass man halt noch rechts abbiegt, anstatt nach links. Um auf den neuen Part hier zu kommen. Alter, aber das ist... Heavy, 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 Alter. Oh. Sorry. So, da vorne beginnt der Highspeed-Part. So,
So, dann wollen wir mal schauen, ob wir es schaffen. Ah, die fahren vorne weg, das gibt's doch gar nicht. Könnte es echt sein, dass ich das falsche Auto genommen habe? Ist das Ding, das Elektroteil doch besser? Also, es ist auf jeden Fall leichter. Weitaus leichter. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt beide Autos schon gefahren und ich konnte jetzt so fahrisch eigentlich keinen Unterschied feststellen. Sachen Topspeed und Lenkung sind die eigentlich gleich. Wenn man sich aber die echten Daten mal anguckt und das Auto so mal in echt vergleicht, ist das Elektroauto besser und effektiver. Kann ja unmöglich sein, dass sie in diesem Arcado Racer da auf einmal das Ding auch noch eingebaut haben und ihn schneller machen. Oh, hier, wie es ins Tal runtergeht. Schön. Boah, wie die Bremsscheiben da vorne beim Schwarzen geleuchtet haben. Krass. So, das Geschwindigkeitsduell haben wir geschafft. Müssen wir nur irgendwie nach vorne kommen. Und wenn es nur der zweite ist. Mit dem zweiten Platz müssten wir noch 10 Punkte kriegen. Oder 13. Und dann müssen wir beim nächsten Rennen halt den ersten machen, ne? Aber schaut noch alles gut aus. Schaut noch alles gut aus. Vielleicht können wir nach vorne kommen. Schöne Linkskurve. Ah, Mist. Oh, 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 oh. Oh, da schiebt er mich an. Ne, komme ich nicht mehr ran. Wäre ich nicht gegen die Wand gefahren, hätte ich es noch geschafft. Ist aber kein Ding. Dafür holen wir uns jetzt den ersten Platz. Boah, hier die Bremsscheibe. Dafür holen wir uns jetzt den ersten Platz. Super im zweiten Rennen. 12 Punkte kriegt er erst, okay. Also wir hätten auch Dritter werden können. Aber dann hätten wir den Stern nicht bekommen, ne? Und so schaut's aus. Wir wollen ja alle Sterne haben, heißt ja nicht umsonst Road to 405 Sterne. Nochmal Indien. Oh, hier bei Tag, Alter. Mm. Sieht irgendwie schön aus. Vielleicht sollte ich mal die Farbe vielleicht tauschen. Mehr Blau und dann Schwarz einbauen. Na, vielleicht experimentiere ich da. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge so sehen werden. Okay. Ah, lasst mich vorbei, Jungs. Ich muss gewinnen. So, irgendwo muss es einen Part geben, wo wir... Ah, das ist ein Rundenrennen. Das ist ein Rundenrennen, okay. Ich habe mal nach oben rechts geguckt. Ihr wisst ja, ich sitze direkt mit der Nase am Fernseher. Da muss ich die Augen und den Kopf schon mal ein bisschen drehen, dass ich alles sehe. Ich muss mir unbedingt mal so ein für mein Mikro unbedingt mal so ein... so eine Spinne kaufen und einen Aufnahmearm. Dass ich mir auch mal ein bisschen weiter zurücksetzen kann. So, jetzt aber hier Gas geben. Nein, ramm mich doch nicht weg, Junge. Alter, ich komme nicht zurück. So, jetzt aber. Dann wird es mal spannend. Hm, letzter. Naja. Müssen wir halt alles geben. So, wir sind rüber. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Die Geschwindigkeit haben wir auf jeden Fall. Alter. Junge, bremst doch! Hä, wieso? Man sieht die Bremslichter gar nicht. Wollte gerade sagen, wie machen die das? So. Sind wir schon wieder auf dem siebten. Das ist doch schon mal gut. Und wir haben noch zwei Runden vor uns, Alter! Keine Chance. War doch interessant, dass der Computer sich doch untereinander so selber bekriegt. Ist zwar sehr interessant gemacht, aber es unterstreicht eigentlich auch nur wieder die schlechte Programmierung der KI. Aber man weiß ja nicht. Es könnte ja auch sein, dass Leute das mögen. Wie findet ihr das eigentlich bei so bei Rennracern? Was würdet ihr da so lieber haben? Würdet ihr lieber faire Gegner haben, die euch gewinnen lassen, sprich auch mal bremsen oder euch nicht wegrammen?
Würdet ihr lieber aggressive Gegner haben, so wie wir das jetzt hier bei Drive Club haben, die euch wegnatzen wie echte Spieler im Multiplayer? Oder unfähige Spieler im Multiplayer, besser gesagt? Oder würdet ihr wirklich es so haben, dass es eine Mischung aus beiden ist? Schreibt es doch einfach mal rein. Ich würde mal mich wirklich dafür interessieren, wie ihr darüber denkt. Es kann ja sein, dass ich auch komplett falsch liege. Ist ja so. Vielleicht will die Jugend oder die Spieler von heute wollen das vielleicht so, dass es genauso ist, unfair mit Rammen und so, dass der Computer einen nicht durch Skill besiegt, sprich Ausweichmanöver fährt oder so, oder Windschatten nutzt und dann an einem vorbeizieht. Kann ja sein, dass ihr das alles heutzutage gar nicht wollt. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich würde mir das gerne mal durchlesen. Aber so wie es ausschaut, Alter, schaffen wir es nicht. Oder? Wir sind Vierter. Das könnte machbar sein. Also auf jeden Fall muss ich noch zwei Plätze gut machen. Nein, er gibt mir Kollision. Echt jetzt? Mist. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Oh, die immer dieser kleine Sandhaufen da. Los, komm. Er fährt mir weg. Er fährt mir weg. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Mist. Naja, wir haben ja noch Zeit. Das Rennen geht schnell. Dieser Sound. Ich muss gestehen, ich kann mich da nur den Jungs von Top Gear UK anschließen. Der meinte ja auch, der Älteste von denen meinte ja auch, er kann machen, was er will. Aber es ist das allererste deutsche Auto, was er wirklich schön findet und auch wirklich lieben tut. Und ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin sowieso Mercedes-Fan seit meiner Kindheit. Vielleicht hat das auch was mit meinen Eltern zu tun. Die sind auch jahrelang nur Mercedes gefahren. Mein allererstes Wort war ja auch Auto. Und ungelogen, es war wirklich Auto. War ich auch baff, als mir das meine Eltern erzählt haben. Und ich weiß nicht, so ein Mercedes ist einfach was Besonderes. Man muss sagen, so Audi hat in den Jahren auch echt was dazugelernt vom Design her. Und wenn ich hier so ein SLS sehe, es ist auch wirklich ein schönes Auto. Die ganze Form, die Spoiler, die Lichter, der Klang, es ist einfach ein Mercedes. Aber lasst euch nicht beirren, ich bin nicht von jedem Mercedes-Man-Fan. Das Design ist einfach sehr schlecht geworden und viele Autos sehen sich einfach gleich. Wenn man so ein BMW, Audi und einfach ein Mercedes nebeneinander steht, zum Beispiel eine C-Klasse, was kann man da nehmen? Ein A4 und wenn du zum Beispiel ein 3er BMW nebeneinander stellst, die sehen alle gleich aus. Die haben die gleichen Details, die gleiche Linie. Man merkt den Unterschied einfach nicht mehr. Und mir passiert es auch häufiger, dass ich sogar manchmal schon sage, guck mal, da ist ein Mercedes M3. Da denkst du auch so, okay. Ja, es ist ein, ja, okay, so übertrieben ist es jetzt nicht, aber es ist einfach, wenn ich Autos von hinten sehe oder von der Seite, ich kann sie manchmal nicht auseinanderhalten. Und eine meiner wenigen Fähigkeiten war immer, wenn mich wer gefragt hat, ey, sag mal, was ist denn das für ein Auto, Alter? Das kenne ich gar nicht, ja? Das ist so und so ein Auto. Konnte ich immer sagen. Heutzutage muss ich echt überlegen. Ja, ist es jetzt so einer oder ist es so einer? Jetzt kann ich auch manchmal wirklich die Leute verstehen, die bei die Zeuge eines Verbrechens wären oder einer Fahrerflucht und können das Auto nicht beschreiben. Ja, es war ein silberner Sportwagen. Da frage ich mich immer, ja, wie kann man das denn nicht unterscheiden? Aber ganz ehrlich, es ist so. Man kann es heutzutage echt nicht mehr unterscheiden. Früher konntest du das. Da hatte jede Automarke seinen eigenen Charakter. Heute muss ja alles immer auf Aerodynamik sein und so. Bullshit. Die Autos sparen schon so viel an Benzin und sowas. Und sind so effizient. Da könnten sie eigentlich mal wieder ein bisschen die Aerodynamik runterfahren. Klar verbraucht er denn wieder mehr. Klar verbraucht er denn wieder mehr, aber das bisschen mehr Verbrauch, ganz ehrlich.
Klar sollte man sich ein Auto schon auf Verbrauch holen, dass es wenig verbraucht, aber es sollte auch zu einem passen. Zum Beispiel, ich würde mir immer ein Muscle Car holen und würde die alte Schleuder, die ich habe, wegschmeißen. Einfach aus dem Grund, weil es Charakter hat. Und wenn ich das Geld hätte, ich würde mir auch komplett einen Umbau auf Gasanlage umrüsten oder sogar auf Elektro. Wäre mir egal. Auch wenn der Akku dadurch schneller leer wäre, weil das Ding einfach nur ein fahrendes Viereck ist. Oder ein fahrendes Rechteck. Wäre mir egal. Das Auto hat Charakter, hat ein schönes Design und es hat einen Wiedererkennungswert. Und ich mache mir überhaupt nichts als Statusbild Auto. Da mache ich mir gar nichts raus. Ich gehöre zwar noch zu der Generation, die viel davon halten, dass ein Auto wirklich ein Statusbild ist. Aber ich habe das in den Jahren, hat sich das bei mir gewandelt. Klar, als 16-Jähriger, 17-Jähriger, boah, was habe ich mir da schon vorgestellt? Ja, Auto, und dann baust du das ran und dann machst du jenes und dann fahren wir dahin und zeigen das erstmal. Kennt man ja. Aber da bin ich schon lange wieder von weg. Und so alt bin ich gar nicht. Ich denke einfach mir nur, ein Auto muss Charakter haben. Klar würde ich es immer noch tunen. Aber ich würde es nicht so hässlich tunen. Also es gibt, sagen wir es mal so, Faszination Golf. Es gibt Autos, die würde ich denken mir so, boah, wer hat dir bloß ins Gehirn geschissen, als du die Idee hattest, das Auto so zu verunstalten. Und dann gibt es aber auch Golfs, die sind ganz schlicht getuned, heben sich aber trotzdem von der Masse ab und sehen einfach toll aus. Und genauso halte ich es auch. Ich meine, so dezentes Tuning ist schon schön vom Aussehen. Aber so ein bisschen Leistung ist doch auch nicht zu verachten. So, aber jetzt genug gequatscht über Sachen, die nichts mit Drive Club zu tun haben. Wir müssen jetzt endlich mal hier gewinnen. Oh oh, meine Nase juckt. Das ist nicht gut. So, und schon geht's wieder. Weiter geht's. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du Autorennen fährst oder im Online-Spiel irgendwas machst und kannst nicht Pause drücken und dir juckt die Nase, Alter. Wir haben uns sehr verbremst. Sehr, sehr verbremst. So. Hier ist nicht so viel Gas geben, dass wir nicht wieder mit dem Hintern wegrutschen. Zack, und schon kann uns dieser Haufen Sand auf der Straße auch nichts mehr anhaben. So, und jetzt fahren wir auf den Jungs ein bisschen weg. Das ist doch alles hier wunderbar, wunderbar. Ein wunderbarer Snack für zwischendurch. Kennt ihr die Süßigkeit wunderbar? Oh, da kann ich mich reinsetzen. Was ist hier los? So. Rum und Gas geben. Nochmal schnell Nase jucken. Was ist denn los, Alter? So. Sieht alles gut aus. Alles sehr, sehr gut. Oh. Au, ey. So, die sind uns zwar direkt im Nacken, die Jungs. Das könnt ihr immer unten an dem Pfeiler kennen. Dass die Jungs uns direkt im Nacken sitzen. Nein, da steht er quer. Aber Mist. Aber wir kriegen es noch. Oh ja. Das ist die Zockerehre. Er hat unglaublich... Ja, dass ich das noch in meinen alten Tagen erleben kann. Die KI hat gebremst. Die KI hat gebremst und sie hat uns nicht weggerammt. Was ist denn jetzt los? Wir wissen das, Tobias Andersen, den müssen wir uns merken. Das ist einer der wenigen fairen KIs im Spiel. Oh, nee, doch nicht, Alter. Oh. Alter, gefangen, Alter. Und da musste ich echt noch unfair sein und am Schluss doch noch die Leute wegrammen. Das darfst du doch niemandem erzählen, ja. Aber wir haben es geschafft. Yes. Und Doppel-Yes. Woo! 6 neue Sterne für uns. Und kein Vorbestellerbonus. Mist. Aber besser als gar nichts. Bisschen schade, dass es heute so lange gedauert hat natürlich. Ich hätte euch gerne noch die McLaren Challenge gezeigt. Aber ich will es ja nicht zu lang machen. Es ist schon schlimm genug, dass ich bei The Last Tinker schon so lange immer mache. Ich weiß, es quält euch und ihr müsst noch andere Let's Plays schauen von anderen YouTubern. Ich nenne mich selber nicht YouTuber, ich nenne mich auch nicht Let's Player. Ich mache das nur. Wie ihr mich nennt,
müsst ihr selber wissen, ich bevorzuge ja unfähigster Spieler aller Zeiten. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, ich freue mich drauf, wenn wir morgen dann die McLaren Challenge uns herantasten. Und ich weiß noch nicht, was wir hier nehmen. Vielleicht nehmen wir mal wieder ein bisschen Renault zum langsam werden. Ich frage mich auch, was das für ein Rennen wird. Also, macht was Sinnvolles. Bis morgen. Ciao.